Hallo, ich bin Lucia. Ich mache mein FSJ hier am Städteninstitut Augsburg. Und das Städteninstitut ist ein Gymnasium und eine Realschule für Mädchen. Mein Einsatzbereich hier in dem FSJ ist zweigeteilt. Das heißt, ich bin vormittags in der Schulbibliothek und nachmittags bin ich dann in der offenen Ganztagsschule. Mein Tag startet um 7:15 Uhr hier in der Bibliothek und da sperre ich erstmal auf und bereite alles vor für den Tag, also die PCs anschalten und so weiter. Und dann kommen eben die ganzen täglichen Aufgaben auf mich zu. Jeden Tag gleich ist zum Beispiel die Ausleihe und Rückgabe an der Theke. Also ich habe immer Thekendienst auch und da bin ich für die Schülerinnen da, wenn sie Probleme haben oder so. Am Computer oder ein Buch nicht finden. Und ein großer Teilbereich ist auch, die Veranstaltungen zu organisieren und da mitzuplanen und auch bei den Veranstaltungen dann eben Teil davon zu sein, zum Beispiel vorzulesen. Außerdem ein sehr großer Teilbereich ist auch der Instagram-Kanal. Das war nämlich mein FSJ-Projekt. Auf dem Instagram-Kanal posten wir aktuelle Sachen, Buchempfehlungen und zum Beispiel auch was über Veranstaltungen hier. Gestern zum Beispiel hatten wir hier eine Aktion mit der offenen Ganztagsschule zusammen. Da haben wir eine Lesung und eine Aktion zu Astrid Lindgren gemacht, die ich auch mitorganisiert habe. Zum Beispiel gehört zu dieser Organisation, die Bücher rauszusuchen, die Bücherstellen herauszusuchen, die man vorliest. Dann habe ich noch so eine Tafel gestaltet. Also vormittags ist es natürlich eher ruhiger als in der offenen Ganztagsschule. Aber hier ist schon auch sehr viel los. Also vor allem in den Pausen habe ich sehr viel mit den Schülerinnen eben zu tun, die was ausleihen wollen oder eben eine Frage haben oder ein Buch empfohlen bekommen wollen. Nachmittags gehe ich dann in die offene Ganztagsschule hier an der Schule. Dort sind meine Aufgaben auch sehr vielfältig. Ich bin einmal bei der Essensausgabe auch dabei, dann bei der Freizeitgestaltung. Also ich bastel immer sehr gerne mit den Kindern oder wir backen auch oft oder tanzen mit den Kindern zusammen, Zumba zum Beispiel. Genau, das macht mir auch sehr viel Spaß, dass ich da so viele Freiheiten habe. Und ein großer Teilbereich ist natürlich auch die Hausaufgabenbetreuung, muss auch sein. Da bin ich auch in einer Gruppe fest eingesetzt und helfe eben denen bei den Hausaufgaben, bei Fragen bin ich da und frage die auch aus und gebe ihnen extra Arbeitsblätter. Und das ist eben so mein Aufgabenbereich in der UGTS. Ich finde die Arbeit in der offenen Ganztagsschule sehr schön, weil mich erfüllt diese Arbeit mit den Kindern einfach total. Das habe ich jetzt in diesem Jahr auch gemerkt. Ich finde es schön, mit ihnen was zu spielen oder ihnen auch was zu erklären. Das macht mir auch sehr viel Spaß und sie zu motivieren einfach. Ja, das ist auf jeden Fall meins. Ich habe mich dazu entschieden, ein FSJ zu machen, weil ich nach der Schule einfach mal irgendwas anderes machen wollte, als die ganze Zeit zu lernen. Und ich habe mich gezielt für eine Schule entschieden, weil ich eben schon damals mit dem Gedanken gespielt habe, Lehramt zu studieren. Auf meiner FSJ-Stellensuche habe ich dann eben gezielt nach Schulen gesucht und auf einjahrfreiwillig.de habe ich dann eben Städteninstitut Augsburg gefunden. Mir hat das FSJ sehr viel gebracht. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich einfach jeden Tag gemerkt, wie sehr mich die Arbeit erfüllt. Und das hätte ich davor niemals gedacht, dass es möglich ist. Ich finde, das Schönste ist einfach, wenn man merkt, dass man gebraucht wird und dass man wertgeschätzt wird, sowohl von den Kolleginnen und von den Kindern natürlich auch. Ich habe auch gemerkt, dass ich einfach viel selbstbewusster dadurch geworden bin. Und ja, mir jetzt einiges mehr zutrauen werde wahrscheinlich als vor dem FSJ, weil ich einfach vor vielen Herausforderungen schon stand, die ich davor wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Und jetzt, genau, schon. Das, warum ich auf jeden Fall ein FSJ empfehlen würde, sind die Seminartage, die man hat. Man hat nämlich 25 Tage in dem Jahr und das sind immer 5 Tage. Und es ist wirklich richtig schön, einfach sich mit Leuten auszutauschen, die auch in so einer Situation sind, wo man gerade ist und die vielleicht gleiche Erfahrungen gemacht haben oder Tipps haben. Man lernt so viel im Austausch auch mit den anderen und mit den Referenten. Also das war auf jeden Fall auch ein Highlight des FSJs.